Freunde, ich habe euch gefragt, als welcher Charakter soll ich in der nächsten Folge die Online-Data trollen? Und Leute, ihr habt mir so oft in die Kommentare reingeschrieben, Lami, troll bitte die Online-Data als Adrien bzw. Cat Noir von der Serie Miraculous. Und Leute, jetzt mal ohne Scherz, das hättet ihr wirklich nicht in die Kommentare schreiben sollen. Denn Freunde, das Ganze hatte ich sowieso schon geplant. Und da das Video, wo ich die Online-Data als Ladybug getrollt habe, so gut bei euch ankam, wisst ihr, was zu tun ist? Lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da, wenn euch diese Folgen gefallen. Und wenn ihr diese Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Das ist natürlich kostenlos. Und jetzt, Freunde, babbeln wir nicht länger rum, sondern erstellen uns erstmal einen neuen Roblox-Account. Und da sind wir auch schon. Und Leute, wenn wir uns mal hier meinen Benutzernamen angucken, dann sehen wir, ich habe mich auf jeden Fall Adrien_CatNoirSui genannt. Ich glaube, Freunde, der Name passt. Deswegen registrieren wir uns mal. Und ja, ich denke mal, das allererste, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall unseren Avatar ändern. Und das Ganze machen wir auf jeden Fall in Brookhaven. Also, Freunde, wir starten auf jeden Fall das Spiel. Let's go! Und da wären wir auch schon, Freunde. Aber bevor wir uns jetzt den Adrien-Skin machen, müssen wir natürlich abchecken, wie der Liebe auf jeden Fall aussieht. Also, Freunde, wir suchen im Internet einfach mal nach Adrien Miraculous und hier sehen wir auf jeden Fall, wie der Liebe aussieht. Wir sehen hier auf jeden Fall, was der liebe Adrien anhat, und zwar ein schwarzes T-Shirt mit so Streifen, eine weiße Jacke und auf jeden Fall eine blaue Jeans mit orangenen Schuhen. Und wir wissen ja, Freunde, Adrians geheime Identität ist auf jeden Fall Cat Noir. Also, Freunde, wir merken uns auch, wie Cat Noir aussieht. Ich bin auch gespannt, Freunde, klappt es besser als Adrien, die Online-Data zu trollen, oder klappt es besser als Cat Noir? Und schreibt doch unbedingt in die Kommentare, denkt ihr, wir schaffen es überhaupt, eine Online-Daterin zu klären? Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Leute. Also, wir fangen an und machen uns erstmal einen Adrien-Skin. Ja, Leute, ich hoffe, ich spreche den Namen Adrien überhaupt richtig aus. Nicht, dass ihr irgendwie am Ende sagt, Lami, man spricht den Namen Adrien aus oder Adrien oder Ariana Grande. Ja, kommen wir lieber mal zum Skin. Für das T-Shirt benutzen wir einmal diese Nummer hier. Für die Hose benutzen wir diese Nummer. Und für die Haare nehmen wir einmal diese Nummer hier. Und tada, Freunde, das ist das fertige Outfit von Adrien. Aber Leute, ich muss euch ehrlich sagen, dieser Körper gefällt mir auf jeden Fall gar nicht. Ich glaube, dieser Körper passt auf jeden Fall viel, viel besser dazu. Also, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Bewertet jetzt diesen Skin von 1 bis 10 in den Kommentaren. Aber Leute, bleibt auf jeden Fall ehrlich. Wenn euch der Skin nicht gefällt, dann könnt ihr es auch ehrlich in die Kommentare schreiben. Also, Freunde, es wird jetzt endlich mal Zeit, die Online-Data zu trollen. Ey! Hallo? Ist hier jemand überhaupt? Aha, Moment mal, was steht denn da auf dem Schild? Türkei auf die 1. Türkei! Türken machen das Unmögliche immer möglich! Ja, Leute, Döner! Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was steht da ganz hinten auf dem Schild? Oha! Wer hat das denn da hingeschrieben? Was für ein Frechtags, ey! Eieiei, immer diese frechen Pupis hier in Brookhaven. Aber ich würde sagen, oha, Moment mal, wen haben wir denn da? Die liebe Lara, und unter ihrem Namen steht noch Hashtag Ronaldo? Ey, yo, Moment mal, habe ich hier etwa meine Traumfrau gefunden? Ich schreibe einfach mal, oh mein Gott, du magst Ronaldo? Und sie schreibt auf jeden Fall ja. Hä? Und was schreibt die? Ronaldo ist kacke? Ja, so wie dein Skin. Aber Leute, um Ronaldo geht es auf jeden Fall nicht heute. Ich frage sie einfach mal, magst du auch Miraculous? Und sie schreibt auf jeden Fall ja. Hier sind auf jeden Fall viel zu viele Leute, deswegen frage ich sie einfach mal direkt, sollen wir auf ein Date, Lara? Hä? Und sie schreibt einfach OMG, ja? Ey, Leute, als ob das direkt beim ersten Versuch klappt hier als Adrien. Okay, Leute, ich weiß jetzt nicht, was für ein Auto Adrien in Miraculous fährt. Ich meine, fährt er überhaupt Auto? Ich glaube nicht. Wir nehmen uns einfach mal diesen Roller hier. Und Lara ist auch schon aufgestiegen. Und let's go, Freunde. So schnell geht das. Wir haben einfach mal direkt hier eine Online-Daterin geklärt. Und vielleicht verdient es die liebe Lara sogar meine zweite Form, Cat Noir, zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin und spawnen uns mal einfach mal ein Haus. Und Leute, mal gucken, was die liebe Lara uns alles zu sagen hat. Natürlich sperren wir auch das Haus ab, wie ein richtiger Online-Dater. Machen natürlich noch die Fenster zu, damit uns hier bloß niemand beobachten kann. Und ich frage sie einfach mal direkt, magst du Adrien von Miraculous? Und Leute, das meint die nicht ernst, oder?
warte, lass mich raten, du bist Lami? Hey Leute, wie? Wie erkennt man mich bitte? Ich habe einen neuen Account, ich sehe gar nicht aus wie Lami. Und trotzdem werde ich erkannt. Oh mein Gott. Leute, vielleicht funktioniert Trick 17. Ich schreibe einfach mal, wer ist Lami? Und Leute, Trick 17 funktioniert. Sie schreibt einfach, hä? Dachte, du bist Lami? Egal. Leute, ich schreibe einfach mal, kenne keine Lami. Und sie schreibt, egal. Leute, ich frage sie einfach mal, suchst du einen Freund? Und sie schreibt, ja, das ist sehr gut. Leute, ich habe jetzt geschrieben, willst du meine Freundin sein? Und sie schreibt auch direkt ja. Ey, Leute, ich sag es immer wieder, die Mädchen in Brookhaven sind 1 Million mal sasser als die Jungs. Seht die Freundin, die schreibt doch noch direkt, lass heiraten. Ey, wir kennen uns gerade mal 2 Minuten, Mann. Aber Leute, natürlich schreibe ich OMG. Ja. Ja, wir freuen uns. Wir heiraten jetzt. Wir kennen uns nämlich schon sehr, sehr lange. Ganz genau 3 Minuten jetzt. Leute, ich frage sie jetzt mal eine ganz, ganz andere Frage. Und zwar, bist du Sus oder nicht? Und sie sagt auf jeden Fall, ich ziehe mich um. Ja, Leute, wir müssen uns gleich auf jeden Fall auch noch umziehen. Und zwar wisst ihr auf jeden Fall, welchen Skin ich gleich anziehen muss. Aber sie antwortet noch auf meine Frage und schreibt, weiß nicht ganz, 50% Sus, 50% nicht Sus. Leute, da antworte ich einfach mal mit, ich bin 99% Sus und 1% nicht Sus. Wie viel Prozent Sus seid ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich frage sie auf jeden Fall noch, wie lange brauchst du zum Umziehen? Denn Leute, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Minuten Zeit, um uns in Cat Noir zu verwandeln. Okay, sie geht sich jetzt auf jeden Fall umziehen da vorne im Raum. Eieiei, sollen wir mal hier reingehen? Okay, nee, Leute, das wäre zu Sus. Oh, toll, die ist schon fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, toll. Sie schreibt einfach fertig. Ich schreibe einfach mal, okay, warte auf mich. Ich brauche etwas länger, okay? Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, warum sie in die Pflanze gegangen ist, aber wir gehen auf jeden Fall auch mal in diesen Raum hier rein. Für Cat Noirs Hose benutzen wir auf jeden Fall diese Nummer hier. Für das T-Shirt benutzen wir diese Nummer hier. Dann benutzen wir diese Nummer für Cat Noirs Katzenschwanz hier. Und diese Nummer benutzen wir für unsere Ohren und oh mein Gott. Lara schreibt einfach, muss leider oft bei. Nein, nicht dein Ernst, oder? Ey, nicht im Ernst, Mann. Jetzt hat die mich einfach verlassen und ich habe mich schon nicht mal fertig umgezogen. Naja, Leute, diese Nummer müssen wir auf jeden Fall auch noch benutzen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Da seht ihr auf jeden Fall, es klappt nicht immer alles beim ersten Mal. Aber trotzdem, ey, wie blöd. Ich habe mich gerade als Cat Noir umgezogen. Aber, naja, dann beginnt das ganze Spiel halt nochmal von vorne. Plek, verwandel mich zurück. Oh, da wären wir auch schon. Leute, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wer ist eigentlich euer Lieblingscharakter in Miraculous? Auch wenn die Online-Daterin jetzt leider off musste. Wir wissen auf jeden Fall, dass unser Adrian-Skin sehr gut bei den Mädchen ankommt. Also Freunde, ich denke mal nicht, dass es ein Problem sein wird, eine neue Online-Daterin zu klären. Also, wo seid ihr? Du vielleicht? Ja, Leute, das ist ein richtiges Barbie-Girl. Vielleicht sollte ich mal Online-Data als Barbie trollen? Ich schreibe einfach mal, hey Barbie-Girl. Und Moment mal, Freunde, das Mädchen führt mich die ganze Zeit irgendwo hin, hallo? Aha, die hat sich hier auf jeden Fall ein Haus gespawnt. Moment mal, macht sie mir auch die Tür auf? Hallo? Hä? Ich dachte, die hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Die hat einfach die Tür versperrt. Die hat einfach die Tür versperrt. Moment mal, hä? Wer ist das denn jetzt? Hä, wer bist du denn? Geh mal weg von mir. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall kein Barbie-Girl. Aber Moment mal, was sehe ich denn da hinten? Ey, wer hat das da hingeschrieben? Da hinten steht jetzt einfach mal Zoe. Ja, das ist auf jeden Fall besser als das, was davor daran stand. Oh Mann, ich gehe einfach mal auf diese Seite. Vielleicht gibt es hier ein paar mehr Online-Data. Oh, Leute, wen sehe ich denn da? Hier geht auf jeden Fall richtig die Post ab. Oha, Moment mal, ist das eine fliegende Ente? Hä? Das sind mir auf jeden Fall zu viele Leute hier. Vielleicht gehen wir doch besser irgendwo hin, wo nicht so viele Leute sind. Leute, vielleicht sollte ich hier mal verschwinden, aber was geht eigentlich bei dieser Ente ab? Hä? Moment mal! Seit wann können Enten fliegen? Tja, keine Ahnung, aber seit wann kann man in Brookhaven überhaupt fliegen? Moment mal, das Mädchen schreibt mir, Marinette ist Ladybug. Was jetzt wirklich? Marinette ist Ladybug? Leute, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Und sie schreibt Adrein? Astrein? Hä? Adria? Oh mein Gott, Leute, ich heiße Andreas. Naja, vielleicht sollte ich mal besser dahin gehen, wo nicht so viele Leute sind. Leute, guckt euch das mal an. Hier kommen schon die Mädchen zu mir.
oder auch nicht, die läuft einfach an mir vorbei. Oh Mann. Okay, Leute, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen. Denn guckt euch das einfach mal an. Hier ist ein Mädchen. Hier ist ein Mädchen. Und hier sind einfach drei Mädchen und die sehen alle gleich aus. Hä? Ich schreibe einfach mal, wer von euch will mich? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, die können sich gar nicht entscheiden, oder? Oh, toll. Die schreibt einfach niemand. Die schreibt auch niemand. Und die da ist einfach Chips und ignoriert mich. Und schreibt auch noch niemand. Da frage ich einfach mal, warum. Oh Mann, und jetzt fragt die mich, was willst du von uns? Hä, und jetzt fragt die mich noch, ob ich noch ein Problem habe. Und die fragt, ob ich gestört bin oder gestört. Leute, ich schreibe einfach mal, ich liebe euch auch. Die fragt mich jetzt, was, wer bist du? Oh Mann, Leute, ich schreibe einfach mal, ich bin dein zukünftiger Freund. Aber Freunde, ich schreibe einfach mal, aber eine andere Frage. Mögt ihr Miraculous? Oh mein Gott, und sie schreibt ja! Aha, aha, das sind also kleine Miraculous-Fans. Und Leute, als Adrian schreibe ich auf jeden Fall, willst du meine Ladybug sein? Hä? Und sie schreibt einfach, nein, gleich gibt's Probleme mit meinem Papa. Ja, okay, Probleme mit deinem Papa will ich nicht haben, deswegen gehe ich einfach mal lieber. Aber Moment mal, wen sehe ich denn da hinten? Ist es Prinzessin Peach? Was geht ab, Mann? Ich schreibe einfach mal na, Prinzessin. Und, oh oh, guckt euch mal an, wer hier wieder zu mir kommt. Die drei Zwillingsschwestern hier. Ich schreibe einfach mal, was wollt ihr von mir? Warte mal, jetzt schreibt sie, tut mir leid? Hä? Moment mal, wollen die gerade wirklich, dass ich einsteige? Die schreibt, komm, oder? Oh mein Gott, Leute, guckt euch das mal an. Ich habe mir einfach drei Zwillingsschwestern geklärt. Zui! Ja, habt ihr gesehen? Am Anfang wollten die drei Mädels mich nicht haben. Aber jetzt haben die auf jeden Fall gemerkt, dass ich der Krasseste bin. Leute, die wollen wirklich, dass ich einfach zu denen nach Hause gehe. Hä, was haben die mit mir vor? Also Leute, langsam wird es, glaube ich, echt ein bisschen süß. Ich frage einfach mal, was habt ihr vor mit mir? Sie schreibt auf jeden Fall nichts, komm einfach mit. Hm, Leute, was denkt ihr? Wollen mich die drei Mädels hier einfach nur trollen oder meinen die das wirklich ernst mit mir? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Die gehen da auf jeden Fall in das Secret rein. Oh mein Gott, hä? Okay, Leute, was machen wir jetzt hier? Das frage ich sie jetzt einfach mal. Und sie schreibt einfach nur, guck. Hä, was soll ich mir angucken? Das Secret, das kannte ich schon. Oh mein Gott, nicht ihr Ernst. Die schreibt einfach nur Geheimversteck. Leute, ich glaube, jeder von uns kennt dieses Geheimversteck schon lange. Aber Leute, Trick 17. Oh mein Gott, sehe das zum ersten Mal, das Versteck. Und Moment mal, sie schreibt, wir lieben dich. Oh mein Gott, was? Hey, jetzt im Ernst, habe ich mir jetzt wirklich alle drei Mädels geklärt? Ich frage da einfach mal nach, jetzt wirklich? Die schreiben irgendwie alle, wir lieben dich. Und Leute, was hat das eigentlich hier mit den Emojis zu bedeuten? Das Mädchen hat ja einen Schmetterling, dieses Mädchen eine Sonne und sie eine Blume. Ich schreibe einfach mal, ich liebe euch mehr. Und Leute, ich frage einfach mal direkt, wollen wir Wahrheit oder Pflicht spielen? Warte mal, sie fragt mich einfach, willst du mit mir ausgehen? Ja, Leute, dagegen habe ich auf jeden Fall auch nichts. Deswegen schreibe ich einfach mal, ja klar, können wir auch machen. Und jetzt schreibt sie, tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freunde, ich wurde gerade einfach komplett hops genommen. Die drei Mädels haben mich einfach von vorne bis hinten komplett veräppelt. Oh mein Gott, und da ist schon wieder ein Mädchen davon. Oh Mann, ey. Hä, warte mal, die schreibt, die hat mich gebannt? Moment mal, jetzt blicke ich selber gar nicht mehr durch. Hat etwa die eine Schwester die anderen zwei Schwestern gebannt? Hä? Moment mal, da ist sie doch. Ey. Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich frage einfach mal, ihr habt mich nur veräppelt, oder? Das Blumenmädchen schreibt aber nein. Leute, ich weiß es nicht. Werde ich hier getrollt oder nicht, Mann? Eigentlich bin ich doch der Trollkönig. Und Moment mal, das Sonnenmädchen schreibt, ich habe dich aus Versehen gebannt. Oh mein Gott, das heißt, sie wollte nur ihre Schwestern bannen und mich nicht? Sie schreibt sogar, tut mir leid. Oh mein Gott. Dann schreibe ich einfach mal, oh, also liebst du mich doch? Und sie schreibt einfach nur, ich heiße Emilia. Ja gut, Emilia, liebst du mich jetzt? Oder nicht? Ich verstehe irgendwie nicht, was die Mission von diesen drei Schwestern ist hier. Leute, ich frage jetzt noch ein letztes Mal. Wer von euch will meine Ladybug sein? Und Moment mal, das Blumenmädchen schreibt alle? Okay, Leute, dagegen habe ich auf jeden Fall auch nichts. Ich schreibe einfach mal, okay, kommt mit. Und Leute, guckt euch das mal an. Die drei folgen mir einfach. Zui! Ich habe es euch gesagt. Als Adrian werde ich auf jeden Fall alle Online-Data-Mädchen klären. Oh Mann, das sieht irgendwie so cool aus, wie die mich verfolgen. Aber Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall noch was Süßes vor. Ich werde hier erstmal ein Haus bauen, Freunde. Und das Mädchen fragt auch schon, was willst du machen? Na, kommt einfach mit und wartet ab. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier raus, Freunde. Und ich würde sagen, Freunde, hier bauen wir uns erstmal ein kleines Plätzchen auf. Leute, ich glaube, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Oder ich schreibe jetzt einfach mal,
wir spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht. Und sie schreibt auf jeden Fall, okay, dann würde ich einfach mal sagen, Wahrheit oder Pflicht, Sonnenmädchen. Das Sonnenmädchen schreibt Pflicht und das Blumenmädchen schreibt Wahrheit. Ich schreibe einfach mal, du musst mir einen Kuss geben. Und Leute, mal gucken, ob sie es ernst meint. Und Leute, habt ihr das gesehen? Sie hat mir einen Kuss gegeben. Und Moment mal, jetzt will das Blumenmädchen auf einmal auch Pflicht? Ja, ich schreibe erstmal, ich gehe auf Klo und komme gleich wieder. Denn Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall was Spannendes vor. Dafür gehen wir einfach mal ganz kurz hier in diese Kammer rein. Und jetzt los, Plek, verwandle mich. Da bin ich, Cat Noir. Mal gucken, Freunde, ob die mich erkennen und... Oh mein Gott, sind die gerade wirklich weggegangen? Oh nee, da seid ihr ja. Oh mein Gott, ich dachte schon, die haben mich getrollt. Ich schreibe einfach mal, hier bin ich wieder. Leute, wartet ab. Ich kläre mir auf jeden Fall hier alle Mädchen. Leute, wir dürfen ja aber nur ein Mädchen heiraten. Deswegen frage ich einfach mal, wer von euch will mich jetzt heiraten? Und Moment mal, sie schreibt einfach, ich hasse dich. Und sie schreibt, keiner, keiner, keiner. Leute, wurde ich jetzt doch getrollt oder nicht? Oh mein Gott, Freunde, ich schreibe einfach mal, hä, ich dachte, ihr liebt mich. Hä? Und sie schreibt jetzt, geh zu deiner Ladylike? Leute, ich glaube, die meint Ladybug, oder? Oha, guckt euch das mal an. Geh zu deiner Freundin. Geh zu deiner Ladybug. Wie schreibt die eigentlich Ladybug? Oh mein Gott, das heißt, die drei Zwillingsschwestern haben mich von vorne bis hinten komplett veräppelt. Guckt euch die an. Jetzt hauen die ab. Oh mein Gott, weißt du was? Dich bann ich noch hier raus. Moment mal. Nein, nein, warte. Moment mal. So. So, zack und zack. So, da liegt ihr beiden Pupsis, ne? Naja, warte mal. Was ist eigentlich mit diesem Mädchen hier? Vielleicht möchte sie ja meine Ladybug sein. Ja, ich würde sagen, das fragen wir sie einfach mal. Willst du meine Ladybug sein? Und was schreibt die? Koi? Oh mein Gott. Die versteht mich nicht mal. Die spricht Französisch oder so. Hey Leute, langsam reicht es mir. Mal klappt es, dann nicht. Dann wieder doch nicht. Finde ich hier noch meine Ladybug oder nicht? Oh Mann, ey. Und was will die denn jetzt von mir? Freunde, was soll ich sagen? Irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht. Zuerst hat alles viel zu gut geklappt, aber dann irgendwie auch nicht. Also Leute, ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Moment mal. Moment mal. Oh mein Gott, wenn das hier nicht die liebe Ladybug ist, ey. Oh mein Gott, ich habe dich so lange gesucht, Ladybug. Moment mal, ich schreibe einfach mal, Ladybug, endlich. Ich hoffe mal, die lebt noch. Hallo, bist du da? Oh mein Gott, nicht im Ernst, oder? Die spielt gar nicht. Hä, ich glaube, die ist eingeschlafen oder so. Toll, ey, genau dann, wo ich denke, ich habe endlich meine Ladybug gefunden. Na, wird es doch nichts, Freunde. Ich glaube, die ist einfach nicht anwesend. Hallo. Das wäre einfach die perfekte Kandidatin. Oh mein Gott. Moment mal. Die schreibt, hi, Cat Noir. Aha, du bist ja doch da, Ladybug. Schreib einfach mal, endlich habe ich dich gefunden. Du bist meine Traumfrau. Und Leute, ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon gestellt habe, aber ich schreibe ihr, willst du meine Ladybug sein? Und sie schreibt, Cat Noir, du bist cool. Aber ich liebe jemand anderen? Warte mal, was? Ihr wollt mir nicht erzählen, ich suche den ganzen Tag nach einer Ladybug und die hat schon jemand anderen? Ich dachte, Ladybug und Cat Noir gehören zusammen. Ich schreibe einfach mal, wen liebst du denn bitte? Und sie schreibt nur, fängt mit A an. Ah, also, Ananas, Apfelsaft oder auch Adrian. Aha, aha. Also liebt unsere kleine Ladybug auf jeden Fall den kleinen Adrian. Der ist aber gerade nicht da, Freunde. Aber den können wir mal gerne herholen. Aber ich würde erstmal sagen, okay, dann gehe ich. Aber Leute, wir kommen gleich schon wieder. Wir müssen nur ganz kurz hier in den Raum gehen. Und jetzt, Plek, verwandle mich zurück. Hier sind wir auch schon. Adrian Agrest. Und jetzt bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, ob Ladybug auch wirklich Adrian meint. Oder Leute, stellt euch vor, sie liebt jemand anderen, der auch mit A anfängt. Das wäre nicht so cool. Naja, unser Mariekäfer sitzt auf jeden Fall noch hier. Ich schreibe einfach mal, du bist wunderschön, Ladybug. Und sie schreibt, du auch, Adrian. Und jetzt schreibe ich einfach mal,
habe einen Crush auf dich. Aber Moment mal, hat Adrian nicht eigentlich einen Crush auf Marinette? Ach egal, ist ja eh dasselbe. Die antwortet mir auf jeden Fall mit einem Herz. Ich würde einfach mal fragen, ob ich überhaupt ihr Typ bin. Und natürlich schreibt sie ja. Ich meine, hätte sie jetzt Nein geschrieben, dann wäre ich komplett ausgerastet. Dann kann ich auch mal direkt schreiben, tja, dann können wir auch zusammen sein, oder? Und sie schreibt, ja, aber muss sie noch was sagen? Okay, Ladybug, dann hau mal raus. Hält euch vor, jetzt sagt sie, dass sie eigentlich Marinette ist. Das wäre ja mal eine riesen Überraschung. Und sie schreibt, ich bin eigentlich ein Junge? Moment mal, was? Was geht denn jetzt hier ab, hä? Toll, ich weiß gar nicht, was ich jetzt schreiben soll. Ich würde einfach mal sagen, das ist der perfekte Moment, dass wir das alles hier auflösen. Deswegen schreibe ich einfach mal, und ich bin Lami. Und sie, ja, okay, beziehungsweise er schreibt, ich hasse Lami. Ey, oh mein Gott, ganz ehrlich, Freunde, ich habe genug von Miraculous. Ja, yeah, Leute, was soll ich sagen? Das war heute auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Abenteuer. Und auch wenn die Mädchen hier nicht aufhören können, mich anzuflirten, würde ich sagen, wir beenden erstmal das Video. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, als welcher Charakter soll ich in der nächsten Online-Data-Folge die kleinen Online-Data-Pupsis trollen. Und warum sieht dieser Türsteher hier aus wie ich? Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall links und rechts auf der Seite die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden. Also Freunde, checkt sie ab. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!